Also brauchen wir anscheinend nur drei Schalter hier für die ganze Sache. Und dann würde ich sagen, offen und offen. Und dann ist hier offen und offen. Und dann sollte doch jetzt die Tür aufgehen. Hey, what's your favorite number? Meins ist 3951. Die habe ich mir vorhin auch aufgeschrieben, genau. What, you don't have a favorite number? Achso, falsch betont, Entschuldigung. May, no wonder we go... Got your for such a small price. Ja, das ist sehr nett von Ihnen. Das hat vorhin auch nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das nochmal ausmachen muss. Das ging vorhin dann plötzlich auf. Vielleicht muss man dann nochmal eine Kombination rausfinden oder sowas. Das ist jetzt gemein, ne? Das hat vorhin aber funktioniert. So, da hatte ich aber, glaube ich, die offen gelassen. Und einfach... Nee, doch, genau so hatte ich das vorhin. Machen wir es mal andersrum. Hallo. Ich will hier durch. Oh, toll, Lava. Lasst mich durch. Upsala. Gab's denn da einen Hinweis? All four chests right? Brauche ich also vielleicht doch noch eine weitere? Aber die dürfte ich ja theoretisch natürlich nicht hier anbringen. Das wäre ja dann... Das wäre ja dann dumm. Warum geht denn das nicht? Sagt mir das mal einer. Das verstehe ich nicht. Gut, dann werde ich jetzt einfach... So, die Tür ist offen. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt... Wo ist denn die hin? Muss wohl, als ich gerade im Menü gewesen bin, passiert sein. Und, jawoll, open a checkpoint, sehr gerne, use this. Oh, da ist sogar schon was drin. Das ist ja cool. Save your score, you put your items in the ender chest and they will magically appear on the other side. Finde ich eine saugute Idee mit der ender chest. Kann man super für solche Sachen benutzen. Maze don't done it, crafting done it, lava haven't done it. Time for some lava, juhu. Ich... bin mal gespannt, wie ich das schaffen soll. Ja, so schon mal... Ja, der Spawn ist auf jeden Fall richtig. Wo bin ich denn hier jetzt gespawnt? Nicht so viel spoilern. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Oh Gott. Oh, cool. Ja. Kann man hier... Gibt es das Kommando schon? Set Spawn? Set Spawn? Also jetzt ohne Singleplayer. Anscheinend nicht Spawn. Na, gut. Dann werden wir mal... Au, wow, geil. Sogar richtig. Heilige Scheiße. Ach so, ich hätte einfach mich ins Minecart setzen müssen. Na gut, ja, aber so geht's ja auch. Did you use the minecart or did you just run through? Ja, Entschuldigung. So. Jetzt wird's schon ein bisschen scheiße. Denn solche Jumps sind sehr angenehm. So, hier finde ich auch die... Oh, die Lava-Textur sau cool. Zwar ein bisschen schade, dass sich das nicht bewegt, aber es sieht sau cool aus, wie das hier einfach aufglüht. So, das machen wir schon mal weg, um einfach nur eine Truhe zu bekommen. Juhu, die steht auf Holz oder was ist das anscheinend? Okay. Ja. Der Witz an der Sache ist natürlich jetzt haben wir 5 Gold Nuggets und
könnten hier sterben, locker. Keine Ender-Chests. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ach, da hinten. Nein! Nein, 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 nein. Bin konnte nicht hochschwimmen. Ach, komm. Warum spawnt denn der so? Das ist sowieso in der 1.1.3 ist dieses fucking Spawn-Problem, dass der einfach voll falsch spawnt. So, aber so voll falsch, so ganz, ganz falsch, ne? Okay, Minecart. Ah, super, so funktioniert das also. Ja, also die Punkte können wir uns dann wohl abschminken. Und da hoch. Pff, was ist denn das da? Hat das was zu sagen? Nö, anscheinend nicht. Ah! Okay. Ups. Ich bin besser in Jumpen geworden. Also wenn ich da so an früher zurückdenke, war das schon immer ein bisschen scheiße. Aber im Singleplayer läuft es auch auf jeden Fall besser als im Multiplayer. Would ya look at the... So, also hätten wir jetzt theoretisch 40 Gold Nuggets. Theoretisch. I wouldn't pull that ever if I were you. Tu ich aber doch. So. Okay. Okay, so wie ich das jetzt... Also, ich muss jetzt sagen, ab diesem Lava-Raum, also ich habe aufgehört an dem Raum mit der ersten Ender-Chest, weil es die natürlich in der 1.2.5 noch nicht gab. Und da ist mir dann halt aufgefallen, dass ich hier in der 1.3 spielen muss. Und ab jetzt ist praktisch blind, aber so wie ich das jetzt schon sehe, muss ich wohl zwei Leitern finden, weil ich hier sonst nicht hochkomme. Also müssen wir wohl in jeden Raum einmal reingehen. You can do these challenges in any order. Clay bowling, painting. Na, herrlich. Was ist denn das hier noch? Eine Tür. Das sind aber viele Challenges, ist es? Oh. Ja, dann machen wir mal ein Clay bowling, ne? Wo müssen wir denn hin? Da ins Loch, würde ich sagen. Mit X? Ja, tatsächlich. Okay, das war ja jetzt gar nicht mal so schwer. Es sei denn, es... Achso. Level up. Ah. Na gut. Aber noch ein... Hey. Hey. Was ist das? Die verschwinden einfach da, wenn die ins Loch sollten eigentlich. Ich glaube nicht, dass das so soll. Wir versuchen das mal mit dem Schild. Da ist doch einfach so eine Pressure Plate, wo der drauf... Das sehe ich doch von hier auch, dass da einfach eine Pressure Plate ist. Ist hier noch irgendwas anderes? Nee. Aber warum verschwinden die denn da? Das ist ja strange. Hä? Nochmal hier Creative. Ist das ein Bug jetzt? Also da sind sie auf jeden Fall nicht mehr. Ha! Ja, so geht's anscheinend. Warum auch immer die da weggedroppt sind. Scheint ja wohl nicht richtig zusammen gewesen zu sein. Oh nee. Oh, Pfeil und Bogen. Oh, den Clay tue ich jetzt mal wieder alles da rein. Naja, alles nicht, aber gut. Na gut, das kann jetzt einen Moment dauern. Das Schild tue ich mal hier rein. Das ist nicht das Schild, Stefan. So. Und wir sollen wohl das Schild treffen. Habe ich.